Weniger Wünsdorfer als erwartet sind in die Schumann-Sporthalle gekommen. Aus Platzgründen hatte das Land rund 900 Einladungen nur an die direkten Anwohner des geplanten Erstaufnahmelagers verschickt. Eintritt nur mit Personalausweis. Die Veranstaltung soll aber mit Lautsprechern auch auf den Vorplatz übertragen werden. Als sich abzeichnet, dass der Platz ausreicht, bittet Innenminister Schröter auch alle anderen in die Halle und um sachliche Diskussion. Denn es geht um Menschen, meine Damen und Herren. Um Menschen, denen es deutlich schlechter geht als uns, warum auch immer. Bis zu 1200 Flüchtlinge, vornehmlich aus Syrien, Afghanistan und Eritrea, sollen im Zossener Ortsteil Wünsdorf-Waldstadt aufgenommen werden. In der ehemaligen Kaserne arbeiten zurzeit Landesbehörden, die ortsnah umziehen. Nach Umbauarbeiten sollen die ersten 500 Flüchtlinge Anfang 2016 hier ankommen. Im Frühjahr 2017 soll die Einrichtung dann ihre volle Kapazität erreichen. Und diese Endausbaustufe wird ja nicht mit einem Mal erreicht, sondern wir werden dies in drei Stufen tun, sodass wir Gelegenheit haben, das Ganze zu verfeinern, aus bestimmten Dingen auch Konsequenzen abzuleiten, sodass ich davon ausgehe, dass am Ende das Ganze auch verträglich für den Ortsteil sein wird. Die Entscheidung für Wünsdorf-Waldstadt fiel Anfang Juni. Grund sind wachsende Flüchtlingszahlen, die das Land organisieren muss. Maximal 3 Monate sollen die Bewohner hier bleiben, bis ihr Anspruch auf ein Asylverfahren geklärt ist und sie dann gegebenenfalls auf andere Orte verteilt werden. Kitas und Schulen müssen keine Kinder aufnehmen, ihre Betreuung erfolgt in der Erstaufnahmeeinrichtung. Auf der Infoveranstaltung wird von vielen, die sich zu Wort melden, befürchtet, dass die Kriminalität im Ort wächst. Innenminister Schröter verspricht, das Sicherheitskonzept anzupassen, unter anderem verstärkte Polizeistreifen. Zudem seien viele Vorurteile durch Zahlen widerlegbar. Frank Nürnberger berichtet von Erfahrungen aus Eisenhüttenstadt mit rund 1500 Bewohnern in der dortigen Erstaufnahmeeinrichtung. Und ich höre von der Polizei immer wieder und auch von der Bürgermeisterin dort, dass die Kriminalität eben nicht signifikant angestiegen hat. Natürlich sind Asylbewerber keine Engel, auch sie begehen Straftaten, aber nicht in stärkerem Maße als Deutsche. Also es wird da kein Kriminalitäts-Hotspot, kein Schwerpunkt entstehen. In Teltow-Fleming gibt es 6 Übergangswohnheime für Flüchtlinge. Auch dort sei nichts von steigender Kriminalität bekannt, so die stellvertretende Landrätin. Es gab teilweise Beschwerden darüber, dass manchmal das abends vielleicht sehr laut war, aber auch das haben wir im Gespräch mit dem Wachschutz und den Sozialarbeitern gut in den Griff bekommen können. Im Gegenteil, die Polizei bestätigt uns immer wieder, dass es kein erhöhtes Kriminalitätsaufkommen im Umfeld von den Wohnheimen gibt. Zossens Bürgermeisterin Michaela Schreiber will, wie auch schon vor der großen Informationsveranstaltung, Sprechstunden zum Thema anbieten. Außerdem wolle die Stadt auf ihrer Homepage immer über die aktuelle Lage informieren. Erste Anlaufstelle Rathaus, und zwar für alle Probleme, Schwierigkeiten, Fragen, Hinweise, aber auch natürlich im positiven Sinne für alle Hilfsangebote. Auch die werden direkt bei mir im Rathaus koordiniert. Nach gut 2,5 Stunden in weitestgehend ruhiger Atmosphäre ist der Abend beendet. Bevor die neuen Bewohner hier einziehen, soll es einen Tag der offenen Tür geben.